Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von unserer Seite liegt ein Antrag zur Geschäftsordnung vor. Wir beantragen die Absetzung des Tagesordnungspunktes 6, kurz die Absetzung der zweiten Lesung des Polizeiaufgabengesetzes. Und wissen Sie, Herr Reiß, was Respekt heißt überhaupt? Respekt heißt, die bürgerlichen Freiheitsrechte der Menschen zu achten. Das ist Respekt und nichts anderes. Zehntausende Menschen gehen im Moment in diesen Tagen in Bayern auf die Straße, weil sie das Gefühl haben, sie müssen für ihre Freiheit kämpfen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen ihre Freiheit verteidigen und weil sie spüren, Herr Reiß, dass diese, ich schreie so viel ich will, ich sag's Ihnen, weil sie spüren und sehen, dass diese Regierung, sie, der Bevölkerung mit zutiefstem Misstrauen begegnet, die Bevölkerung in einer Form überwachen will, die unsere Verfassung nicht mehr rechtfertigt. Und es wird noch schlimmer. Nach der Großdemonstration in München mit über 40.000 Menschen hat der bayerische Innenminister nichts Besseres zu tun, als diese Menschen auf der Straße als Unbedarfte zu bezeichnen. Sie im Bayerischen Rundfunk im Morgeninterview. Sie schleudern diesen Menschen also nicht nur Misstrauen entgegen, sondern auch eine Herabwürdigung. Sie tun ja so gerade, als ob diese Menschen nicht in der Lage wären, selbst zu denken und selbst zu entscheiden. Das ist respektlos, Herr Reiß. Und dass Sie, Herr Herrmann, als Innenminister dann die Presse da oben verantwortlich machen, die Menschen in die Irre geführt zu haben, indem sie den Medienvertretern Lügenpropaganda unterstellen, dann ist das nichts anderes als die Axt an die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit anzulegen. Und damit legen Sie die Axt an die Grundwerte unserer Demokratie an. Und in meinen Augen haben Sie sich dafür, in unserem Land zu entschuldigen. Und der Ministerpräsident, der leider heute nicht da ist, scheint sich ja unsicher zu sein, was er über das Ganze denkt. Er sagt einerseits, wir nehmen nur die Ruhe. Nur die Ruhe. Ihr Ministerpräsident, nur die Ruhe. Ihr Ministerpräsident sagt, man höre, wir nehmen die Sorgen ernst und er sei bewegt, dass sehr viele Menschen eine große Unsicherheit und eine große Angst vor dem PAG haben. Ja, da scheint der Ministerpräsident etwas erkannt zu haben, was der Innenminister noch nicht erkannt hat. Aber die Schlussfolgerung des Ministerpräsidenten ist schlichtweg grotesk. Denn wie wollen Sie denn jetzt mit diesem Gesetz vorgehen? Heute das PAG durchpeitschen und nichts anderes tun Sie, Herr Reiß. Und dann wollen Sie eine Informationsoffensive und eine Dialogreihe durchführen. Wo gibt es denn sowas? Vollendete Tatsachen schaffen und dann mal mit der eigenen Bevölkerung reden? Grotesk ist das und absurd und vor allen Dingen, Herr Reiß, respektlos. Und wissen Sie, was das alles für die Menschen auf der Straße da draußen heißt? Der Staat begegnet ihnen nicht nur mit Misstrauen durch das Gesetz. Der Innenminister bezeichnet sie darüber hinaus noch als Unbedarfte. Und der Ministerpräsident bietet einen Dialog an, wo es nichts mehr zu reden gibt, weil er allmächtig das Gesetz durch das Parlament hindurch presst. Und das machen Sie heute. Und das ist unanständig, sage ich Ihnen. Sie haben als CSU die absolute Mehrheit in diesem Landtag. Sie haben die Macht, das hier durchzudrücken. Doch mit dieser Macht, sage ich Ihnen, geht eine Verantwortung einher. Eine Verantwortung, tatsächlich Zweifel und Widerspruch ernst zu nehmen. Und dieser Verantwortung, Herr Reiß, werden Sie nicht gerecht. Wenn Bayern eine starke Regierung hätte,
dann stünde dieses PAG heute nicht auf der Tagesordnung. Wenn Bayern einen souveränen Ministerpräsidenten hätte, dann würde er dieses Gesetz nicht hier durchpeitschen. Denn Stärke besteht nicht darin, etwas mit der Brechstange durchzusetzen. Eine starke Regierung nimmt Kritik ernst und eine starke Regierung hat Respekt vor der Meinung anderer heraus. Und eine starke Regierung geht auf die Menschen zu, die Kritik üben und Zweifel äußern, und zwar vor der Entscheidung. Und ein souveräner Ministerpräsident würde in dieser Debatte, wenn er überhaupt da wäre, aufstehen und sagen, wir beschließen heute nicht.